in dem Stück bin ich ja die Figur, die Macht hat. Also politische Macht, militärische Macht, finanzielle Macht. Und diese Macht als Figur, Herr Odes, missbrauche ich in einer ultimativen Form. Ich bringe Kinder um. Ja. Das ist grausam. Ja. Also wenn ich mir das wirklich hätte vorstellen müssen, in aller Konsequenz, hätte ich sagen müssen, das möchte ich nicht singen. Ich habe ja zum Beispiel als Vater von Kindern, habe ich auch eine sehr mächtige Position, die ich nutzen kann, um zu diktieren. Und manchmal musste ich diktieren oder Freiraum zu schaffen und auch zu ertragen, dass es nicht so herauskommt, wie ich es gerne gehabt hätte. Und zu akzeptieren, dass die Entscheidung bei jemand anderem, bei dem Kind lag, meinem Kind lag, dass sich anders entscheidet. Und für mich spaltet sich das extrem auf, wo ich dann überall auch Macht und Verantwortung habe, im Großen wie im Kleinen. Also als Lehrer. Als Lehrer auch, ja. Also wenn ich Jugendliche begleite über 4 Jahre, das ist eigentlich das, was für mich Lehren ist, als Lehrer ist, ist Jugendliche 4 Jahre lang begleiten in einer Zeit, in der sie sich unglaublich entwickeln. Und das macht es auch so wahnsinnig spannend. Und dort bin ich sehr mächtig, vor allem auch in den Augen von den Schülerinnen und Schülern, weil ich habe die Notenmacht oder so. Aber ich habe auch die Macht zu definieren, dass der Entwicklungsprozess, den Sie durchgehen, mir wichtiger ist als die Note. Das wäre eigentlich die beste Form, wenn wir einen wohlwollenden, herzensguten Herrscher hätten. Aber den findet man nicht. Oder wenn man den findet, dann hat er nicht die Befugnisse, das zu tun und ist auch gefährdet.
seine Macht zu missbrauchen. Hm. Ich war am Komponieren beim Weihnachtsoratorium auf dem Monte Verita und dann kam ich mit dem Herodes nicht weiter. Ich wusste nicht, was der jetzt singen sollte nach seiner Einsicht, dass Macht und Geld Grenzen haben. Und in solchen Fällen gehe ich dann ins Bett und schlafe. Dann hast du mich geweckt. Wirklich? Ja. Du hast gesungen, seht ihr den Mond dort stehen. Aha. Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Auf dieser Melodie, die du jetzt singst im Oratorium.